Wir stehen vor einem internationalen Konflikt, hier bei Miles Edgeworth, Ace Attorney Investigations. Denn mit unserem nächsten Beweis werden wir beweisen, wer hinter all dem steckt. Und zwar benutzen wir die Armbrustbolzen. Nimm das! Dieser ganze Schmuggel hätte nicht stattfinden können ohne die Armbrust. Außerdem die Bolzen, die von der Armbrust abgeschossen wurden, steckten vorher in der Blumenbox in diesen Raum. Sie wurden vor so langer Zeit dort platziert, dass die Passionsblumen schon so groß gewachsen sind. Dass Miss von Karma sie überhaupt nicht als Bolzen identifiziert hatte, als sie den Raum heute besucht hat. Außerdem die Tatsache, dass der Täter wusste, dass beide Büros die Ventilatoren haben, sagt uns, dass diese Person detaillierte Informationen über beide Botschaften hat. Wie Sie sich also schon denken können, die Person, die ich des Planes beschuldige, ist die Person, der die Blumen in der Blumenbox mit größter Sorgfalt wachsen ließ. Deswegen kann es nur sie gewesen sein, Quercus Alba! Hast du völlig den Verstand verloren, Miles Edgeworth? Ich bin mir sicher mit dem, was ich sage. Und ich bin mir sicher, dass er der Täter ist. Sagen Sie mir, Mr. Staatsanwalt. Was wollte denn der Botschafter erreichen mit all dem Zeug, den Sie jetzt hier geredet haben? Warum zur Hölle sollte er so einen Trick hier verwenden? Ich verstehe die Notwendigkeit, an mir zu zweifeln. Jedoch, es gibt eine Sache, die ziemlich seltsam heraussticht. Nur eine Sache, hä? Ja, nur das eine Resultat, das Botschafter Alba erreichen wollte. Wenn wir uns, wenn wir den Fokus des komplexen Trickses konzentrieren, dann denke ich, werden wir die Antwort auf alles finden. Alles wird klar werden, wenn wir dieses eine Beweisstück untersuchen. Und wir wählen nicht Babals, sondern Alabas Primidux-Statue. Nimm das! Ich hätte die Situation vollkommen verstanden, wäre sie anders abgelaufen. Jedoch, all diese Schwierigkeiten durchzugehen, um die wahre Primidux-Statue mit der falschen zu vertauschen. Ich denke, es gibt eine sehr bizarre Begründung dafür. Und wen sollten wir besser fragen für diesen Grund als König Primidux persönlich? Ich verstehe. Botschafter, wir werden diese Statue jetzt untersuchen, mit oder ohne Ihre Erlaubnis. Alles klar. Dann untersuchen wir mal den Köpfchen. Der Typ sieht aus wie der Stil-Samurai, finden Sie nicht? Vielleicht weil er so eine Ähnlichkeit hat, wurde er als guter Wille-Botschafter ausgewählt. Ich denke, das ist möglich. Schau dir mal die Stelle an um seinen Nacken. Da ist irgendeine Einkerbung. Irgendwie so eine Delle, sowas.
Hey, Sie haben recht. Vielleicht ist das so eine Art Geheimnis. Vielleicht ist es möglich, die Statue zu öffnen durch diese Einkerbung. Was? Na dann beeil dich und öffne es, Miles. Okay, los geht's. Wow, es hat sich wirklich geöffnet. Hey, was ist das, was da rausgefallen ist? Ich denke, wir sollten es näher untersuchen. Okay. Was zum sind das? Hey, ist es das, was ich denke, was das ist? Das ist eine Platte, um Falschgeld zu produzieren. Irgendwie scheinen wir es doch endlich geschafft zu haben. Und zwar zum Ausgang dieses komplexen Labyrinths. Endlich halten wir in unseren Händen eins der Falschgeldplatten. Und der Grund, warum die Kopie nach Alabas geschmuggelt wurde. Falschgeldplatte zum Organizer. Dann wollen wir uns mal kurz die Falschgeldplatte angucken. Sie wurde in der falschen Premier-Lux-Statue gefunden, die Alba in sein Land geschmuggelt hat. Die Premidux-Statue kann nur vom Botschafter oder vom Sekretär angefasst werden. Und die Kopie ist nichts anderes als eine leere Hülle in Gold, eingefärbt. Diese beiden Bedingungen machen es ideal als Versteck. Nachdem er die Statue, die die Falschgeldplatten drin hat, von China bekommen hat, hatte der Botschafter das Unglück, in Demars den Zweiten reinzulaufen. Überrascht durch den Dieb, hob der Botschafter die Statue gegen Demars den Zweiten und... Und dann, um den Stil-Samurai des Mordes zu beschuldigen, hat er das Schwert des Samurai in Blut getränkt. Nun, Botschafter Alba? Sie sind der Anführer des Schmuggelrings! Mein Land ist eine reinste Unordnung. Und das alles wegen Ihnen! Sie sind derjenige, der Demars den Zweiten umgebracht hat? Antworten Sie! Ich habe niemals gedacht... Niemals gedacht, dass Sie die Dinge so weit herausfinden würden. Jedoch, da gibt es einen Punkt, mit dem ich nicht einverstanden bin. Der Kopf des Schmuggelrings war Mr. Coachen. Nicht so schnell. Jetzt hören Sie aber auf, hier albern zu sein. Ich habe keinerlei Sympathie für jemanden, der versucht, die Schuld an einen toten Mann überzugeben. Wenn es eine Sache gibt, von der ich überzeugt bin, dann, dass Sie der Anführer des Ringes sind, Quercus Alba. Das ist überhaupt nicht gut, so subjektiv zu sprechen, wissen Sie, Agent Lang? Subjektiv? Meine Schlussfolgerungen sind alles ein Ergebnis aus Logik und Untersuchung. Logik und Untersuchung? Nur Sekunden vorher haben Sie versucht, Miss von Karma zu verhaften. Ich glaube nicht, dass wir solcherlei Logik ein Gewicht geben können, hä? Hehehehe.
Hm? Ich glaube, Sie haben immer noch nicht verstanden, warum ich zurückgekommen bin. Verzeihung? Verstehen Sie, der Grund, warum ich zurückgekommen bin, ist, damit ich meine Fänge in Ihren schlabberigen alten Nacken setzen kann. Von Anfang an war mein richtiges Ziel Sie. Was? Agent Lang, ich verlange eine Erklärung. Sorry, Schwester. Ich wollte Sie nicht durch das alles hier bringen. Ich wusste von Anfang an, dass Sie unschuldig waren. Sie taten das? Ich wusste, dass der ganze Zwischenfall zu gut geplant wurde. Also war es nur natürlich, dass der Besitzer des Raumes, Botschafter Alba, am verdächtigsten ist. Aber ohne die Erlaubnis des Botschafters hätten wir hier nicht untersuchen können. Und deswegen haben sie die ganz große Show fabriziert und Franziska des Mordes beschuldigt. Um Franziska als Köder zu verwenden, nur damit sie hier die Rechte für die Untersuchung bekommen. Ja, hätte ich das nicht gemacht, bezweifle ich, dass der Botschafter uns das okay gegeben hätte. Aha, deswegen also all dieser Zirkus. Nun gut, ich werde Ihnen verzeihen. Aber als Ausgleich dafür, dass Sie mich als Köder verwendet haben, werden Sie Verantwortung übernehmen und uns helfen, die Wahrheit zu finden. Agent Lang, mir so eine große Öffnung zu ermöglichen. Ich danke Ihnen. Wissen Sie, ich hab's einfach gewusst, Mr. Staatsanwalt. Dass irgendwie, wenn wir in der Lage sein sollten, Beweise in diesem Raum zu finden, dass Sie den wahren Täter herausfinden würden mit Ihrer speziellen Logik. Die Beweise, die der Inspektor sammelt, kombiniert mit der Logik eines Staatsanwalts. So sollte es in einer Staatsanwalt-Inspektor-Team sein, richtig? Tja, ich weiß gar nichts darüber. Aber eines ist es, was ich unbedingt wissen will. Mir juckt es schon, wie es ist, diesen alten Mann alles entgegenzuwerfen. Oh, Sie sind aber ganz schön furchteinflößend, wenn Sie es sein wollen, hä? Hey, Sie waren es, der mich dazu getrieben hat, all die Schuld auf die Schwester zu übertragen. Doch unglücklicherweise für Sie haben Sie mich fehleingeschätzt. Jetzt muss ich erstmal wieder ein neues Wort suchen. One second. Ach so, okay. Agent Lang, ich wünschte, Sie würden aufhören, zu versuchen, mich einzuschüchtern. Jetzt, was wir jetzt brauchen, sind Beweise. Ich frage mich, ob Sie das haben, was notwendig ist, um zu beweisen, dass ich der Kopf des Schmuggelrings bin. Objection. Einspruch! Jetzt sind Sie aber mal nicht ein schlechter Verlierer. Wenn Sie wirklich der Kopf des Schmuggelrings sind, dann sollten Sie Ihre Taten mit Würde entgegennehmen. Würde? Das ist nichts anderes, als eine dümmliche Art und Weise, Stärke zu zeigen.
Wenn Sie wirklich wollen, dass ich meine Taten gestehe, dann möchte ich erst einmal diese Dinge sehen, die Sie Beweise nennen. Ich sage Ihnen, ich wusste nichts, wirklich. Ich wusste nicht einmal, dass eine Falschgeldplatte in der Statue versteckt wurde. Einspruch! Sie haben die wahre Statue, die Ihrem Land erlaubte, die Autorität auszuüben, gegen eine falsche. Das macht überhaupt keinen Sinn mit dem, was Sie gemacht haben. Das macht überhaupt keinen Sinn? Wo macht es denn keinen Sinn? Können Sie denn beweisen, dass es keinen Sinn macht? Er hat uns in der Zange. Er hat die ganze Situation gegen uns gewendet. Der Beweis, hinter dem Interpol her ist, um diesen Mann als den Anführer zu identifizieren. Wenn wir irgendwie diesen Beweis jetzt finden können, dann können wir sagen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Gibt es nichts, um diesen Fall hier aufzubrechen? Die Trumpfkarte und die Videokassette. Mit diesen beiden Gegenständen könnten wir es schaffen, diesen Mann zu besiegen. Aber die Karte ist ein Beweisstück von einem Fall, die Mr. Faraday versteckt hielt. Und die Videokassette wurde von Inspektor Bad von der Polizei gestohlen. Sie sind beide illegale Beweise. Es ist ganz egal. Ein Beschützer des Gesetzes kann niemals sich selbst erlauben, solche Beweisstücke zu präsentieren. Unnötig zu sagen. Wir von Karmas haben die Pflicht, nichts anderes als den Sieg zu erringen. Mit allen Mitteln, die notwendig sind. Die einzige Möglichkeit, so einen vor der Gerechtigkeit zu stellen, ist es außerhalb des Gerichts. Das ist, was wir gedacht haben, zu diesem Zeitpunkt. Ich folge nicht mehr länger dem Weg von Manfred von Karma. Und ich werde nicht dem Weg des Yatagarasu folgen. Aber was bleibt mir dann übrig? Wo soll ich meinen Glauben setzen? Wenn ich die Wahrheit verfolgen will, werde ich meine Hände mit illegalen Aktivitäten besudeln. Und wenn ich die Gerechtigkeit verfolgen möchte, dann werde ich die Wahrheit verlieren. Was ist das Gesetz? Was ist Gerechtigkeit? Und welchen Weg soll ein Staatsanwalt folgen? Diese Wahl ist eine, die ich mit meinen eigenen Händen wählen muss. Was werden wir tun? Werden wir die Trumpfkarte verwenden oder nicht? Die Lösung gibt es im nächsten Part. Bis dann.